Ist schon alles wieder gut, ne? Ich wollte an für sich damit beginnen und wollte den Herrn Möller begrüßen. Aber da ich gehört habe, dass Herr Möller heute nicht hier ist, wo immer er auch sein mag, dann begrüße ich ihn einfach mal so. Vielleicht geht mein Ruf dann bis zu ihm und er fühlt sich von mir begrüßt. Wenn nicht, rufe ich ihn an und begrüße ihn dann nochmal extra, ne? So, alles klar. Ja, sehr geehrter Herr Finger, der Herr Finger ist ja da, wie ich sehe. Sie kennen mich ja, Herr Finger, ne? Ja, sehr schön. Und Sie natürlich auch, alle meine Damen, meine Herren. Und wenn ich mit viel Sorgfalt die hergerichteten Fahrzeuge sehe, meine Damen und Herren, die jetzt hier an uns vorbeigefahren sind, die auch hier die, ja, ich sag mal, schon mal so einen Präsent bekommen haben, dann kommen bei mir auch so einige Erinnerungen hoch. Denn ich hatte auch mal meine ersten beiden Autos, die wären heute auch locker Oldtimer. Der erste war ein 500er Fiat und der zweite war ein VW Käfer. Und da muss ich sagen, beide würden natürlich heute auch bei der Stähler, bei der ACV Classic, die würden auch hier reinpassen. Nur das ist natürlich längst Geschichte und die würden auch, die haben auch nie so geblinkt wie die Autos, die hier vorbeigefahren sind. So toll aufgemacht, poliert und mit allem drum und dran, was da so zugehört. Ne? Das finde ich schon unheimlich toll. Denn für mich sind das, die hier vorbeigefahren sind, das sind wahre Schätze. Das sind wahre Schätze, die wir heute hier auf dem Kaiser-Otto-Platz bewundern können. Und natürlich liegt auch eine spannende Rallye hinter den Fahrerinnen und Fahrern. Und die Stähler ACV Classic endete heute traditionell mit der Siegerehrung in allen Kategorien. Und jetzt schon mal vorab meinen herzlichen Glückwunsch an alle, die gleich ausgezeichnet werden. Und mein Lob gilt natürlich jedoch nicht nur allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Oldtimer-Ausfahrt, denn sie haben auch gemeinsam mit ihrem liebevoll, wie ich eben schon sagte, gepflegten Fahrzeugen für die Highlights des heutigen Tages gesorgt. Und ohne ihren Einsatz und ohne ihre Begeisterung wäre die Stähler ACV Classic nicht so glanzvoll. Und nicht fehlen, das möchte ich jetzt auch sagen, darf natürlich auch an dieser Stelle ein herzlicher Gruß an den Initiativkreis City Stähle, e.V. natürlich, ICS ist die Abkürzung dafür und dafür steht der Herr Finger da, der auch als Veranstalter hier ist. Und der Initiativkreis feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum. Ich habe doch recht, Herr Finger, ne? Ja. Und in diesem Vierteljahrhundert haben die ICS-Mitglieder viel und vieles für den Stadtteil auf die Beine gestellt, das kann man wirklich so sagen. Und darunter sind natürlich zahlreiche Highlights, wie der Stähler Weihnachtsmarkt, der ja demnächst auch irgendwann kommen wird, die Zeit läuft ja weiter, ne? Der Stähler Weihnachtsmarkt oder heute die Stähler ACV Classic. Und sie strahlen weit über den Stadtteil hinaus und wenn man sagt, man kommt aus Essen, habe ich eben auch schon mal gesagt, für den Kollegen, der mich nicht kannte, aus Essen, dann sagt man, ach, in Essen, da ist doch der Weihnachtsmarkt, da ist doch der Stähler Weihnachtsmarkt. Das ist doch eine tolle Sache und jedes Jahr immer wieder neu. Also es strahlt auch über Stähle und über Essen hinaus. Und lieber Herr Finger, Ihnen und Ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern, in diesem Sinne einen ganz herzlichen Dank für dieses großartige Wirken hier in Stähle. Und ein Dankeschön geht ferner an die ACV Classic, an das ACV Classic Team, vor allem an den Herrn Präsidenten, Herrn Möller, der gerade nicht anwesend ist, und dessen Club, der in diesem Jahr sein 60-jähriges Bestehen feiert. Können Sie auch gleich tun. Ein besonderer Dank gebührt einmal mehr dem Organisationsleiter, und der steht ja hier über Jahre hinweg, ich bin ja heute auch nicht zum ersten Mal hier, über Jahre hinweg, dem Franz Brandt für die gute Vorbereitung für die diesjährige Ausfahrt. Und seit nunmehr 2 Jahrzehnten, also 20 Jahre, kümmert er sich gemeinsam mit den Mitgliedern der ACV Landesgruppe West ehrenamtlich um die traditionelle Ausfahrt. Und ich muss sagen, lieber Franz Brandt, ein wirklich toller Einsatz. Ein wirklich toller Einsatz. Und ich bin sicher, Sie dürfen ruhig nochmal applaudieren, das hat er mehr als verdient. Doch, ist so. Und ich bin sicher, wir alle freuen uns schon auf die 35. Auflage
der Stähler ACV Classic im nächsten Jahr. Und bis dahin, meine Damen und Herren, was soll ich Ihnen wünschen? Ich wünsche Ihnen nicht nur viel Glück, sondern auch gute Gesundheit und weiterhin alles Gute. Glück auf. Dankeschön. Ja, lieber Herr Jelinek, vielen Dank für die dankende Worte. Ich muss sagen, ich habe heute Morgen schon mal eine kurze Ansprache gehalten, freue mich aber, dass Sie heute Abend zur Siegerehrung nach Steele gekommen sind, die Gelegenheit auch genutzt haben, den Initiativkreis entsprechend für seine vielen Arbeiten, Veranstaltungen, für sein Wirken zu bedanken. Das passt tatsächlich zusammen, das sieht man ja auch heute. Ich freue mich, dass Sie alle gesund zurückgekommen sind, dass es bei der Ausfahrt keine Probleme größerer Art gegeben hat und denke, dass der Herr Brandt jetzt soweit ist, zur Siegerehrung schreiten zu können. Also nochmals vielen Dank und einen schönen Abend.